Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir fahren heute wieder mal, ziemlich oft in letzter Zeit, aber macht Spaß, auf der Linie Eberlinsee-Schönau, die Linie Nummer 9, heute an einem Samstag, Richtung Arena Schönau. So, setzen uns hier mal in die Bahn rein. Irgendwie hat Omsi gerade ein paar Texturenprobleme. Naja, gut. Ich hoffe, jetzt hat er sich gefangen. Sehr schön. So, haben wir auch schon alles geschildert, haben noch 4 Minuten. Stellen wir mal ein bisschen hier vor. Musste ja schon mit der Straßenbahn hier hinfahren. Das vielleicht treffen? Oder er braucht einen Moment, bis er soweit ist. Das ist auch okay. Dankeschön. So. Dann würde ich sagen, fahren wir mal vor hier zum Hauptbahnhof. Na, willst du vor? Ja, dann fahr. Fahr halb durch mich durch, aber es ist okay. Hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen. Egal. So, die Linie 2 vom Haus zum, wie auch immer. Auf jeden Fall Hauptbahnhof. Ja. Ich habe übrigens schon Fahrgäste mit drin. Nicht, dass ihr euch wundert, die wollten ja gerade nicht aussteigen. Bin ja gerade schon, um die Bahn überhaupt hier hinzubekommen, mit der Linie 3 hier hingefahren. Aber bis jetzt wollten die halt noch nicht alle aussteigen. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Yep. Upsa, wissen wir. So, dann haben wir einfach, wir haben schon den Schlingstopf fahren sollen. Naja, wenigstens steigen die Leute ein. Auf meiner Testfahrt hatte ich dann irgendwann nur 21 Minuten Verspätung, da irgendwie die Haltestelle nicht anerkannt hat. Ich habe keine Ahnung warum. Aber naja, soll mir ja auch egal sein. So, wenn der Kollege vor uns weiterfährt, könnten wir auch fahren. Wäre ganz schön. Hätte ich zumindest nichts gegen, sagen wir es mal so. Na komm, fahr. Was mir übrigens aufgefallen ist, im Gegensatz zu der westischen Variante, ich weiß nicht, ob das bei der jetzt mittlerweile auch so ist, hat sich hier der Fahrthebel verändert. Da sieht dies ein bisschen realistischer aus als dieses Hebel-komische Teil, was da vorher war. Aber was ist jetzt hier? Das ist nur Abfahrt. Sofort. Eigentlich. Na gut, hinter uns steht auch schon eine riesenlange Schlange an Bahnen oder wartet die noch auf irgendein Signal? Naja, warten wir mal kurz noch ab. Ob die gleich mit dem nächsten Signal reagiert. Ne, tut sie nicht, dann machen wir es mal einfach. Machen wir mal eine Sekunde nach vorne, dann ist sie nämlich weg. Hoffe ich. So. Und bei mir noch Leute einsteigen. Na, Manni. So, wir starten am Hauptbahnhof mit 3 Minuten Verspätung, so ungefähr. Irgendwann mal, wenn das Signal dann meint, es wird grün, dann dürfen wir auch fahren.
So, jetzt aber. Nächste Haltestelle, Theater. Ja, okay. Klingeln wir ein bisschen, fahren wir durch. Passt schon. So. Noch der andere. Na, Umsi, was hast du für Probleme? Bin ich hier schon zu lange Straßenbahn gefahren? Sü, kommen Sie rein. Hab ich den Fahrstandverkauf eigentlich an? Das wäre jetzt ein bisschen blöd, ne? Oh. Das dachte ich mir, jetzt ist er aus. So. Jetzt fragt doch keiner mehr nach Fahrschein. Ach ja, entschuldigt, dass ein bisschen länger jetzt oder knapp jetzt eine Woche permanent kein Video kam. Das lag daran, dass ich leider ein bisschen krank war und somit keine Videos machen konnte. Aber jetzt geht's weiter. Es wird auch sporadisch demnächst erstmal weniger Videos kommen, da ich immer noch umziehe. Verschleppt sich alles ein bisschen nach hinten. Daher wird das dort auch dauern, bis es wieder regelmäßig mit Videos weitergeht. Aber ich bin da relativ zuversichtlich, dass es irgendwann wieder läuft, dass dann jeden Tag ein Video für euch kommt. Das wird schon klappen. Ich hoffe auch mal, dass das hier jetzt funktioniert alles. Nächste Haltestelle, Prinzregentenstraße. Ah, wollte gerade sagen. Keiner rein, keiner raus. Doch, jemand rein. Ernsthaft, wegen der einen Person? Wirklich? Ja, das Auto wird dann wohl drüber, hätte ich vielleicht gekümmert. Neuheit aufrufen. Gebt doch einfach nur Gas. Wo ist euer Problem? Naja. Nächste Haltestelle, Humannplatz. Enge Kurve, enge Kurve, enge Kurve mit viel zu viel Karma. So, wir müssen Richtung 128 weiterfahren. Also wir blinken einmal nach da. Und dann können wir die Tür noch wieder aufmachen. Dann dauert es ein bisschen, bis wir fahren dürfen. So. Gut, die Weiche hat sie automatisch gestellt. Okay, das wollte ich wissen. Nicht, dass ich da jetzt gleich drüber fahre und die Bahn sich in Hälften teilt und ich dann gar nicht mehr irgendwo hinkomme. Na, das muss ja nicht sein. Aber da wir den größten Teil der Linie 1 hier mit abdecken, bis auf, glaube ich, einen Teil, wo wir gleich abzweigen, ist das schon ganz okay. Die Vergabe war ja noch drin. Gucken wir mal, ob alles von der Bahn auch mitkommt.
Ah, das sieht gut aus. Nächste Haltestelle, Fuggerkreise. Oh, hier ist die reguläre Endstelle der Linie. Also der Linie 9. Ich weiß nur nicht, wie man hier drehen soll. Oder man fährt zum Hauptbahnhof dann trotzdem durch und dreht dann. Das kann natürlich sein. Keiner? Oder nicht? Aber egal, wie ich fahre, ich habe trotzdem Verspätung hier. Naja, was soll's. Nächste Haltestelle, Maximilianstraße. Vielleicht spielen wir auch nochmal oder fahren hier auch nochmal eine Linie vom Bahnhof, vom Betriebshof aus. Und dann mit einer altertümlichen Bahn oder ähnliches. Hatte ich ja eh schon mal wieder vor. Dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht noch irgendwann mal demnächst wieder machen. Müssen wir mal schauen. Ja, aber jetzt bringen wir erstmal hier die Leute zum Stadion. Das ist gar nicht so heute ein Spiel. Wollen wir gleich am Stadion mal drauf achten, ob da was los ist. Welcome. Wenig Verkehr hier auf dem Samstagmittag in der Innenstadt. So. Achso, bin ja schon mal blinken. Waren eh da lang. Sind ja weder die Linie 2 noch die Linie 8. Können wir die 2 überhaupt fahren? Weiß ich gar nicht. Die 8 weiß ich, obwohl sie ausgeschildert ist, dass sie irgendwie nicht freigeschaltet ist. Das weiß ich. Bei der 2 bin ich mir... Doch, die 2 sind wir doch schon mal gefahren. Klar. Okay, hat sich erledigt. Die 2 sind wir schon mal gefahren. So, können wir mal langsam hier vorziehen. So, 30 km/h, rote Ampel. So, ich weiß gar nicht, welche Haltestelle. Hallo. Wir sind an der Haltestelle Marguerite. Okay, stehen ja gar nicht dran. Na doch, tun wir hier. Arena Schönau. Aber auf dem regulären Schild stehen wir nicht dran. Ulrichplatz? Nee. Nächste Haltestelle, Marguerite. Ah, jetzt sind wir richtig. So. Ah, hat gerade auch wieder eine Haltestelle ausgelassen. Naja, die Leute kennen sich ja hier aus, das passt schon. Und Touristen wollen eh zur Arena.